Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Final Fantasy 15. In der letzten Folge waren wir im Kraftwerk von Lestalum und haben da mal sicher vertrieben. Und ja, dabei hat sich Gladiolus wieder unserer Gruppe angeschlossen. Mit einer neuen Narbe am Start. Findet er ganz cool, warum auch immer. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall das Mithril verarbeitet. Und können eigentlich losstarten und mit unserem Boot auf nach Kalium reisen. Doch bevor ich das mache, möchte ich noch ein paar Nebenmissionen machen, weil wir dann so schnell nicht wieder zurückkommen. Eine kaputte Taschenuhr. Ich weiß nicht, ob wir einfach direkt drüber kommen. Nee. Gegner. Kiyotsukete. Ora! Tokari ittoku ka. Yudan shita na. Die halten ja schon viel aus, Mann. Hinten ist noch einer. Das ist aber zäher, als wie ich gedacht habe. Ah ja. Ich wusste, ich hätte hier noch irgendwas gesehen. Und schon wäre das Wetter schlecht. Mann, Mann, Mann. Haben wir denn da für ein Vieh? Kokatris, Kükatris. Sagashimio. Da brauchen wir was Schweres. Ach, das ist Hühnchen. Ja, verstehe. Bei dem sind es die Dolche. Toll. Ja,
Was ist mit dem? Ach, bei dem ist du ja Speer. Das ist ja irgendwie hier alles. Ohne Karpfenkröte, aha. Ignis mit einem Leben noch. Oh, ein neues Rezept. Basis zum Fleisch. Klegner Geflügelreis. Aha. Interessant. Da ist der Turbolader. So, ich glaube, ich gehe direkt zur Regalia. Ja, die gute Sydney ist eine nette. Kann man nicht anders sagen. Oh. Das auch so. Sydney wartet dort. Okay. Dann müssen wir aber erstmal wieder zurück nach Hammerhead gehen. Fahren. Und ich hätte ja gedacht, die wartet jetzt auch dort unten beim Dock. Um uns bei unserer Abreise zu verabschieden. Aber nein. Sydney hat so viel um die Ohren. Die muss wieder Autos reparieren wie sonst was. Aber ich denke mal, dann, wenn wir diesen Auftrag abgegeben haben, dann gehen wir zu dem Kaium und segeln davon. Nach Altessia. War ja so geplant. Eigentlich schon seit Beginn des Abenteuers. Weil da ja eigentlich die Hochzeit von Noctis und Luna Freya stattfinden sollte. Aber dazu kam es ja nie. Ich bin echt gespannt, was uns da erwarten wird. Es wird interessant, Leute. Es wird interessant. Das sagen die jedes Mal, wenn sie ankommen. Oh, jetzt kommen wir auch in der Nacht hier an. Das ist natürlich nicht so geil. そうだな。うん。来ないのか。どうだった？持ってこれた？あ、なんとか。よし。ジージに聞いてあるから取り付けはいつでもできるよ。どのくらい変わるかな。ちゃんと体感もできると思うからね。取り付けたくなったら私に言って。お前。 Kannst du die Nacht durchmachen, wir gehen jetzt erstmal pennen. Ach, hat schon wieder was Neues für uns. Oji, otsukai, otsukai. Kondo no wa ne. Legaria no me. Headlight no naka no buhin da yo. Mada pin to konai kamoshirenai kedo. Kore tsukerare tara, tabi ga gekiteki ni kawaru. 量産できればよかったのに。それもオートの部品なんだよね。外にあるのもわずかだし。オートじゃもう作れねえじゃん。あ、そういうことが言いたいんじゃなくてね。数が少ないのは惜しいけど、とにかくとっても役に立つってこと。また取りに行くのが大変そうだけど、これは絶対レガリアには付けてあげたい。レガリアも君たちも守れるものだから。ちょっと探索の使い頼まれてよ。
Okay. Ich glaube, wenn wir die Scheinwerfer dann haben, dann können wir auch nachts fahren. Ohne dass Ignis sich direkt in die Hosen macht. Wo soll denn der sein? Da müssen wir direkt nach Insomnia rein. Okay, ich denke mal, das werden wir später mal machen. Sid ist nicht mehr hier. Fahren können wir jetzt auch nicht. Da können wir jetzt eigentlich nochmal hingehen. ドキッとするわ。え?ちょっと。やめてよ。何がだよ。ねえ。なんかちょっと雰囲気違わなかった?何の?シドニーだよ。さすが。よく見てんだ。だよね。できたらってんじゃなく、絶対持ってきてねって感じだった。 Weil diese Scheinwerfer echt praktisch werden. Vermute ich mal. Sollen wir den Kleinen noch mitnehmen? Ach, ich weiß, ist der da. Easy. Warum ich keine Exekutive machen konnte, das hat mich jetzt verwundert. So ein bisschen. Lass mal wieder zählen. Jo. Erstmal machen. まず晩飯を食べないとな. Das ist wahr. Das ist ja nicht schlecht eigentlich. Das grüne Curry. Hat Pop dann auch noch ein bisschen Freude dran. Stufe gestiegen, Mann. Timing, gutes Timing. Warum? Du machst manchmal die unpassendsten Fotos. Ach komm, das sieht lustig aus, wie Noxus da so reinguckt. Kommen so langsam an Fotoknappheit. Ich glaube, ich muss dann auch mal ausmisten. Irgendwann. Sonst kann Bob du keine Fotos mehr machen. Jo, schon ist Jumbi okay. Mina? Ore, Mada Nemina. Du Faulpelz, du.
俺、アラネアに会ってちょっとびっくりした。学校？ああ、まあそれもね。っていうか帝国人ってみんな冷たいやつばっかって思ってて。彼女は少し違ったな。そういう人はさ、王都の襲撃どう思ったんだろう。さあな。Hey, was ist mit Sydney, Mann? Ich dachte, du stehst auf sie. Müssen wir voll tanken? Ich glaube nicht. Waren wir denn nicht irgendwo schon mal? Die Küste. Okay, das wäre das naheliegendste. Wenn wir dorthin reisen. Ja, die Ausdauer ist schon wichtig, Leute. Das darf man nicht außer Acht lassen. Also los, Bewegung. Aussteigen, wir einsteigen. Das ist wichtig. Ach, die Musik ist immer schon was Feines hier in diesem schönen Spiel. Ja, und ich bin echt gespannt, was uns ein altes Jahr erwarten wird. Werden mal gucken, ob wir jetzt so ein paar Waffen fertig nochmal verbessern können. Ich mag diese Western-Musik. Country-Musik. Country-Musik natürlich. Hat voll den Groove, Mann. Vor allem, unser Buff ist schon längst hier weg. Durch die ganzen Autofahrten. So, dann werde ich einfach all meine Waffen mal zurück ins Inventar legen, die ich verbessern könnte. Und dann werden wir ja sehen, was geht und was nicht. Ach Gott, für Kinder schnell Reisen machen. Ja, Ignis ist natürlich, aber die Frau ist natürlich.
Popto, der kleine Charmeur. Jetzt. Wenn es dich glücklich macht, Popto. Da müssten wir uns eigentlich noch umziehen, oder? Es ist so dumm wieder mal. Ah, Leute. Das ist immer so random, Mann. Die habe ich sowieso nicht drin. Die Autoarmbrust müssen wir noch rauslegen. Die Wirbelsäge ist ja viel besser, Mann. Aber... kann ich sie denn rauslegen? So, ist ja auch cool. Magie kann ich ihm auch reinlegen. Naja, legen wir erstmal Magie rein. Okay, er will anscheinend nichts. Aber so ein... anscheinend habe ich doch nichts. Und muss ich nur die richtige Quest vorher angewählt haben. Ne, keine Ahnung. Gut. Popto, kannst du hier aufnehmen? Ja, Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier einsteigen und die Reise nach Altissia beginnen, machen wir noch eine kleine Folgenpause. Ja, ich weiß, ist mies, aber wir sind leider schon wieder über 20 Minuten und ich werde jetzt wirklich versuchen, die Folgen ein bisschen kürzer zu halten, weil ich schon merke, dass es, glaube ich, ein bisschen zu viel ist, die meiste Zeit, wenn die Folgen 30 Minuten oder gar eine Dreiviertelstunde gehen. Deshalb, ja, halte ich sie ein bisschen kürzer. Wie dem auch sei, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag und schaltet in der nächsten Folge wieder rein, denn dann wird es, denke ich, richtig spannend. Bis dahin.
Ciao.